Also wir Mütter, wir werden in letzter Zeit ja irrsinnig oft auf der Straße angesprochen von wildfremden Menschen, die uns um Lebenshilfe bitten. Und das ist ja auch kein Wunder. Überlegt mal, wenn ihr riesengroße und tonnenschwere Probleme habt, dann fragt ihr ja auch eure Mütter um Rat. Und das hat uns inspiriert und deswegen kommt hier jetzt das passende Lied zum Thema Lebenshilfe. Wenn du nicht gern Fahrrad fährst und Autofahren hasst, wenn du auf den Bus hoffst, aber den ganz knapp verpasst, wenn du noch winkst, doch man winkt bloß zurück mit nettem Gruß, geh zu Fuß. Du hast ein Date, beim Anziehen merkst du, alles ist zu eng. Du bist spät dran und leicht nervös und riechst ein wenig streng. Du warst noch beim Friseur, jetzt sieht's natürlich scheiße aus. Bleib zu Haus. Zu Hause ist immer noch am schönsten. Und auch zu Fuß gehen ist doch gar nicht schlecht. Auf keinen Fall. Viel zu oft weißt du nicht weiter und schon hast du den Salat. Drum hör auf unseren Rat. Wenn dein Kreuzfahrtschiff einmal in Seenot gerät, wenn es kentert und dann im Pazifik untergeht, wenn du im Meer treibst, denn es war kein Rettungsboot zur Hand, schwimm an Land. Wenn dich dein Zivi waschen muss, denn du hast letzte Nacht aus Versehen in dein Bett im Altersheim gemacht. Wenn dir das peinlich ist, doch deinem Zivi ist's egal, mach's nochmal. Denn Zivis sind gewöhnt, dass man sich einstuhlt. Als faule Lumpenpacker. Und irgendwie macht Schwimmen sogar Spaß. Auf jeden Fall. Wenn man's richtig macht. Viel zu oft weißt du nicht weiter und schon hast du den Salat. Drum hör auf unseren Rat. Wenn du schlapp und müde bist und du wirst langsam fett, wenn alle anderen tanzen gehen, nur du bleibst faul im Bett. Wenn du dringend etwas brauchst, das dich nach oben zieht, nimm doch Speed. Jungs, eine kleine Sache noch. Was gibt's denn? Das ist ein ganz schlechter Zeitpunkt. Wir sind mitten in der Nummer gerade. Ja, ich weiß, aber ich habe mir selber noch eine Strophe überlegt zu diesem Lied. Und die würde ich jetzt heute Abend gerne als Überraschung hier vortragen. Du hast dir für dieses Lied eine eigene Strophe ausgedacht. Ja. Passt die auch? Ja. Ja, dann mach halt, komm, Theater aus, scheiß drauf, egal. Wenn du mal ein Mädchen kennenlernen solltest, das sehr schöne Augen hat. Was? Und sie eine gute Figur hat. Wenn dieses Mädchen dir also total super gefällt, gib ihr Geld. Wie bitte? Hey Don, das war ja echt zum Kotzen. Die war ja echt mal völlig beschissen, die Strophe. Das hat hinten und vorne nicht gestimmt. Ja, allerdings, es hat geholpert an allen Ecken und Enden überhaupt. Das Metrum und der Rhythmus waren komplett für den Arsch, ja? Und dann hat sich ja erstaunlicherweise schöne Augen hat auf gute Figur hat gereimt. Ja. Das kannst du echt nicht anbieten. Da waren noch viel zu viele Silben drin, das hat er geholfen. Ja, Moment mal, Metrum, Rhythmus, Silben ist doch egal. Die Pointe war gut, darauf kommt das Gefühl. Die hatte zwar drei Silben, so wie sie dem Lied sein soll, aber die war völlig schwachsinnig. Don, pass auf, ich zeig dir nochmal, wie wir uns das Lied vorgestellt haben. Ja, hör zu. Bitte. Wenn dein Chef dir sagt, dass du nicht in die Firma passt, wenn dein Arzt dir mitteilt, dass du Gallensteine hast, wenn deine Frau dir sagt, mein Schatz, im Bett hast du nichts drauf, häng dich auf. Zum Beispiel. So, das ist gegangen. Okay, die war ja nicht schlecht, aber ich habe selber noch eine Strophe drauf und die passt perfekt.
Du, Don, ich bin jetzt gar nicht sicher, ob wir deinen zweiten Versuch überhaupt noch hören wollen. Fährt fürs Publikum in Arm! Ja, Herr Spitze, dann sing's halt für deine neuen Freunde. Ja. Wenn du mal Geburtstag hast und keiner gratuliert, niemand hat an dich gedacht, weil's keinen interessiert. Okay. Du hast gekocht und Bier gekauft und trotzdem kommt kein Schwein. Dann rate ich dir, mein Schwein, doch einfach allein. Hey, Don, das kann doch nicht dein Ernst sein. Was wollt ihr jetzt von mir? Dein Anfang war Hurra! Dein Schluss war Schmutz. Beim Liederschreiben hast du ein Problem mit dem Format. Ah, ich weiß doch, egal, was du raus willst. Drum hör auf unseren Rat. Ich gebe mal einen Ratschlag. Wenn du Teil bist einer Show und ihr seid zu dritt, die anderen singen den coolen Song und du denkst, ich mach mit. Warte mal, ich hab was. Doch wenn du dann bloß verarscht wirst von den anderen Zweien, lass es sein. Dankeschön. I like it. Vielen Dank. Dankeschön. Spiel! Okay, ihr habt euch jetzt auf meine Kosten amüsiert. Doch wenn ihr nicht möchtet, dass hier gleich etwas passiert, wenn ihr gern vermeiden wollt, dass ich euch töten muss, macht jetzt Schluss!